Eine Frage, die uns ja alle schon seit Wochen beschäftigt ist: Was macht die Bundesregierung eigentlich beruflich? Und genau dem gehen wir gleich nach dem Intro nach. Danke für die vielen neuen Abos. Wer weiterhin daran interessiert ist, alltäglich neue Informationen über die österreichische Innenpolitik zu bekommen, bitte einfach nur auf Abonnieren klicken. Ja, die letzten 2 Tage meiner politischen Arbeit habe ich wieder mal der ÖVP gewidmet und den Versuch unternommen, der Korruption der ÖVP auf die Schliche zu kommen. Ein Bohren harter Bretter, aber das ist heute nicht unser Thema. Heute habe ich mal gedacht, jetzt muss ich mir mal wieder am neuesten Stand bringen, was die Bundesregierung eigentlich so treibt, was die überhaupt beruflich machen und ob sie noch Existenz ist. Und bei diesem Check bin ich einigermaßen schockiert gewesen, weil die Bundesregierung de facto nicht auffindbar ist. Das Drama beginnt ja schon beim Herrn Bundeskanzler. Der Herr Bundeskanzler hat ja offensichtlich das Reisen für sich entdeckt und das in einer Zeit, wo es eigentlich enorm wichtig wäre für die eigene Bevölkerung hier im Land da zu sein. Aber wie gesagt, er fährt gern spazieren. Nachdem er ja Ausflüge nach Kiew und nach Moskau gemacht hat, dürfte er heute in Istanbul weilen und auch dort wiederum seine gewichtige Stimme im Ukraine-Konflikt erheben. Gewichtig glaubt er wohl selbst, nur dass sie es im Prinzip hört man aus internationalen Kreisen, dass es relativ wurscht ist, ob der Herr Nehammer irgendwo eine Tür auf oder zumacht. Es interessiert einfach keinen. Aber gut, man klingt halt lieber wichtiger und man ist auch lieber unterwegs, anstatt sich den Problemen im eigenen Land zu stellen. Insgesamt hört man über den Herrn Bundeskanzler, der ja eh kaum im Lande ist, dass er unter erheblicher Amtsmüdigkeit leidet. Ja, verstehe ich, denn es vergeht ja kein Tag, wo er nicht irgendeinen neuen ÖVP-Skandal rechtfertigen muss. Zum einen einmal die Cobra Libre-Affäre, die übrigens bis heute noch nicht durch den Innenminister kommentiert worden ist, was ja auch bemerkenswert ist. Zum anderen die Schutzgeld-Affäre rund um den Wirtschaftsbund in Vorarlberg, auch das eine Geschichte, die ja nicht sonderlich angenehm für die ÖVP ist und die auch dem Herrn Landeshauptmann von Vorarlberg und seinen Freunden jetzt eine Einladung in den Untersuchungsausschuss eingebracht hat. Und vor allem noch ein weiteres Thema beschäftigt uns, und zwar ist das die Teuerung. Die Teuerung, die von dieser Bundesregierung, vom Herrn Bundeskanzler selbst und von seinen Kollegen in der Regierung selbst mitverschuldet worden ist. Eine Teuerung, die aber jetzt auch noch durch diese Bundesregierung beschleunigt wird. Anstatt einmal zu schauen, wie es den Menschen in diesem Land geht und welche Sorgen die Menschen in diesem Land haben, pilgert man in Kohorten nach Brüssel und sonst überall wohin und beschließt Sanktionen gegen Russland. Kann man machen, aber grundsätzlich glaube ich, sollte es schon eine Sache geben, über die man nicht streiten braucht, und zwar, wenn man schon Sanktionen gegen Länder aufzieht und durchführt, dann soll nicht der Sanktionsgeber mehr darunter leiden als das sanktionierte Land. Ich glaube, das ist einmal ein Konsens, auf den man sich einigen könnte. Gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Ölembargo schaut es aber ganz anders aus. Ja, vor diesem Hintergrund verstehe ich, dass der Herr Bundeskanzler die Flucht vor der eigenen Bevölkerung ergreift, aber er bräuchte ja gar nicht flüchten, er bräuchte nur lediglich zurücktreten. Das hätte übrigens auch den angenehmen Nebeneffekt, dass wir uns die 25.000 Euro monatlich, die der Bundeskanzler einstreift, auch gleich ersparen würden. Also 25.000 Euro für einen Reisenden ist, glaube ich, ein bisschen viel und wie gesagt, es gäbe genug Probleme im eigenen Land. Ja, bei meiner Infogeschichte rund um die Bundesregierung ist mir dann natürlich gleich der zweite Mann in der Regierung ins Auge gestochen, und zwar war das der Herr Vizekanzler Kogler. Den hätte man übrigens durch den Herrn Schwiegervater vom Bundeskanzler durchaus suchen lassen können, denn das ist ja Peter Nitezki von der bekannten Sendung Aktenzeichen XY. Ja, Kogler war ja einige Wochen einfach nur verschollen, er war nicht da, keine Ahnung, was er gemacht hat und was diese Abwesenheit irgendwie begründet hat. Ist aber dann plötzlich wieder aufgetaucht am Parteitag, wo er dann der Frau Verkehrsministerin Gewessler die Stellvertreterrolle umgehängt hat. So, jetzt haben wir uns gedacht, gut, er ist wieder da, er ist nicht verschollen, er ist nicht irgendwie Opfer eines Verbrechens geworden, aber er ist jetzt ja schon wieder weg. Also Kogler war genau einen Tag irgendwie auf der politischen Bühne zurück, da hat er Quint Parteitag gemacht, jetzt ist er wieder weg. Wir wissen nicht, was er tut, wir wissen nicht, wie sein Tagesablauf ausschaut, wir wissen nicht, welchen Mehrwert der Herr Kogler in der Regierung hat. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er
zumindest Dienstauto schrottet oder sein Chauffeur, wie auch immer. Das ist der einzige Informationsfluss, den es irgendwie gibt, aber ansonsten wissen wir nur, dass er erstens nicht da ist und trotz dieser Sinnlosigkeit 20.000 Euro im Monat einstreift. Richtig spannend ist die Frau Gewessler, der habe ich mich ja bereits gestern in meinem Video gewidmet, und die Frau Gewessler, die hat es ja wirklich faust dick hinter den Ohren. Das ist eine knallharte Ökomarxistin, die ist eine Ideologin allererster Güte, aus Sicht der Grünen natürlich, und die zieht beinhart ein Programm durch, wo es eben heißt, ja, die Autofahrer sind die Sündenböcke der Nation, Autofahren ist generell nur Luxus, auch wenn man arbeiten fährt, um die Steuern zu verdienen, mit der die Frau Gewessler dann schlussendlich auch bezahlt wird. Und auf der anderen Seite machen wir halt ein bisschen Radfahrerpolitik, damit wir was für die Wahlbroschüre haben, die dann sicherlich im Herbst schon gebraucht werden wird. Und was sie vor allem tut, sie lässt auch keinen Tag aus, ohne sich irgendwelchen neuen Sanktionen anzuschließen, die am Ende die Preisexplosion in diesem Land noch dazu noch massiv beschleunigen. Also das ist das, was die Frau Gewessler macht, und da denke ich mir schon, warum geht man nicht eigentlich einfach mal her und macht das, was Herbert Kickl heute auch vorgeschlagen hat? Warum macht man denn eine Volksabstimmung darüber, ob man diese Sanktionen mittragen möchte, ob man sie wirklich gerne freiwillig die beiden Kniescheiben selbst wegschießt oder nicht? Ja? Das wäre mal ein Ansatz, wo man sagt, gut, da wird die Bundesregierung Verantwortung zeigen und leben, aber ja, alles nur Wunschdenken. Die Frau Gewessler zieht ihr Programm durch, bestraft alle Autofahrer, bestraft alle Familien, bestraft alle Pendler. Und bevorteilt lediglich Radfahrer und ist eigentlich schon im grünen Kriegstreiberclub, der sich in Europa mittlerweile gebildet hat, mittendrin statt nur dabei. Der Ordnung halber möchte ich auch noch kurz das Einkommen der Frau Gewessler schnell anführen. Sind auch 16.000 Euro, die sie Monat für Monat einstreift, dafür, dass sie die eigene Bevölkerung schikaniert. Das ist ja schon fast witzig und erfrischend, wenn man sich noch kurz die Frau Wirtschaftsministerin Schramböck anschaut. Die ist ja ein bisschen unglücklich unterwegs gewesen, schon in der Vergangenheit als Direktorin des Kaufhaus Österreichs, des Virtuellen. Das ist ja ein Flop der Sonderklasse gewesen. Ja, und generell ist es halt so, dass alles das, was die Frau Schramböck angreift, eher zu Staub wird und zur Asche zerfällt. Das dürfte auch der Grund dafür sein, warum man jetzt nochmal laut darüber nachdenkt, die Frau Schramböck nun endgültig zu ersetzen. Die Frage ist immer nur die, was kommt noch? Meistens nichts Besseres. Und wenn man hört, dass die Frau Jettler Cingelli von der ÖVP hier im Gespräch ist, na, dann schlagt mir erst recht wieder die Hände über den Kopf zusammen. Sie sagt zwar von sich, sie ist eine erfolgreiche Unternehmerin und hätte Wirtschaftskompetenz, aber da sollte man so nebenbei schon noch anführen, dass die Frau Jettler Cingelli in erster Linie von öffentlichen Aufträgen lebt, die sie natürlich aus der ÖVP-Familie generiert hat. Das nur nebenbei, Not gegen Elend, würde ich in dem Zusammenhang sagen. Ja, also man sieht, die Bilanz der Bundesregierung ist eher eine überschaubare und nicht dazu angetan, dieses Land irgendwie nach vorne zu bringen. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder sagen, bitte erlöst uns von eurem Leiden und erlöst vor allem die österreichische Bevölkerung von eurer Anwesenheit. Wir brauchen eine Regierung, die in Krisenzeiten gut arbeitet, die für die Bevölkerung arbeitet, und deswegen wäre doch wirklich der Appell da, macht es doch den Weg für Neuwahlen frei. Eines noch zum Abschluss, die Meldung ist ja schon fast irgendwie so als Humornote am Ende zu sehen, und zwar auch die ÖVP-Generalsekretärin Sachs-Lehner dürfte vor der Ablöse stehen, verstehe ich. Sie hat irgendwie in mehreren Monaten ihrer Tätigkeit nicht verstanden, wie Kommunikation eigentlich funktioniert, und das, obwohl sie genau dafür zuständig wäre. Witzig ist nur, wer sie ablösen soll, und zwar ist es niemand geringerer als der ÖVP-Hautdegen im Untersuchungsausschuss, der Herr Kollege Hanger. Also Hanger soll Sachs-Lehner ersetzen. Ja, zumindest vom Mindset her dürften die beiden ja halbwegs ähnlich sein, denn der Herr Hanger hat bis heute nicht bemerkt, dass die ÖVP ein Korruptionsproblem hat. Und auf der anderen Seite ist die Frau Sachs-Lehner, die mich heute auch zum Schmunzeln gebracht hat mit einem Tweet, wo sie da ÖVP zu wenig Transparenz oder zu wenig Glaubhaftigkeit im Zusammenhang mit Parteispenden unterstellt. Naja, wenn man Generalsekretärin der ÖVP ist und das Fass Parteispenden aufmacht, dann hat man wahrscheinlich wirklich nicht verstanden, worum es in PR eigentlich geht. Also, ja, vielleicht ist es wirklich vernünftig, wenn man die Dame wiederum im Wiener Landtag belässt und dort wohin tut, wo sie zumindest medial nichts anstellen kann. In diesem Sinne, wir haben gesehen, es ist vieles im Argen. Die Regierung ist eigentlich kaputt und handlungsunfähig. Wir arbeiten daran, dass wir diese Truppe bald los sind. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.